So, wir kämpfen mal hier am Rand. Vielleicht können wir uns so Stück für Stück vorarbeiten. Ja! So, jetzt haben wir natürlich ordentlich hier was zu tun gleich. Ich hoffe mal, dass Ninga sich noch eine Weile von uns fernhält. So, mal den Arenameister ausmerzen. Das war's für ihn. Okay. Kämpfer. Wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob wir Anga vielleicht noch ansprechen sollten, dass er wirklich in unserem Team mit drin ist oder ob wir es einfach dabei belassen, wie es jetzt gerade ist. Ja, natürlich dadurch jetzt auch bessere Chancen, als wir es zum Beispiel nicht da hatten, wo wir wirklich allein gekämpft haben. Andererseits gab es so keine Fernkämpfer, ne? Das könnte auch viel ausmachen, je nachdem, wie sehr wir jetzt von denen getroffen werden. Warum wechselst du? Bleib doch auf dem, bei dem du warst. Nicht Anthos, nein! Warum kämpft der eigentlich nicht mit uns? Ach, komm schon. So, erstmal hier den Elite-Krieger. Scheiße, wir sind jetzt eh vergiftet. Dann nehmen wir das so... Oh, ernsthaft? Der kämpft nicht mal gegen mich. So, Ramon noch schnell. Oh, ich sehe gerade hinten ein großes Übel auf uns zukommen. In Form eines Schwarzmagiers namens Ningal. So. Wir müssten gleich mal erstmal was trinken. Oh nein, da kommt einer von hinten, wirklich. Weg hier, weg hier, weg hier. Komm, komm, komm. Flüchte mal in die Arena rein. So, jetzt trink was. Meine Güte. Wieso bin ich eigentlich schon wieder vergiftet? So, und jetzt speichern. Uiuiui, ui, das war aber gerade knapp. Ah, komm schon, Masil, ernsthaft. Fuck, Kaio ist gestorben. Oh nein, ich muss nochmal laden, es geht nicht. Ich kann Kaio nicht sterben lassen. Shit, das wäre jetzt natürlich blöd, wenn ich jetzt es nicht mehr schaffe, ihn zu retten. Aber das wäre verdammt ärgerlich. Ah, dass ich aber auch direkt davor jetzt gerade gespeichert haben muss, das ist natürlich Mist. Ich glaube, der ist gerade in Ningal reingerannt. Deswegen wird es wahrscheinlich so problematisch sein. So, schnell durch! Kaio, wo bist du? Dir werde ich um! Ja. Volltreffer! So, Ningal, du Drecksack. Der zieht halt viel zu sehr ab mit seinen magischen Angriffen. So, haben wir das erstmal? Vielleicht schaffen wir es, Kaio noch irgendwie rauszuhauen. Ich weiß es nicht. So, schnell hin. Wie viel hast du, Kaio? Ah, der sieht noch gut aus. Der hat einfach nur gerade wahnsinnig viel Magie abgekriegt. So. Das Skelett für zwischendurch. Oh, das wäre natürlich stark, wenn wir das trotzdem schaffen. Aber überlegt euch mal, wie wenig Zeit zwischen der Speicherung und dem Tod von Kaio gerade vergangen ist und wie viel Leben er gerade noch hatte. Dann wisst ihr auch, was für wahnsinnige Angriffskraft diese magischen Attacken haben. Das ist echt unnormal. So. Also die Magier, die muss man echt so schnell wie möglich aus dem Verkehr ziehen. So, Masil, du Hund, jetzt bist du dran. So. Ich muss jetzt mal immer mit bei Kaio bleiben und ihn beschützen. Weil ich wirklich nicht will, dass er mir wegstirbt. Und ich da ein bisschen Befürchtungen habe. So. Ein Stück Fleisch essen. Okay. Na, dankeschön. So, erst den Kämpfer. Und jetzt Hamid. Nein. Du musst keinen schweren Angriff auf Kaio durchführen. Oh, komm schon. Der ist auch immer zu langsam. So, Anga scheint sich gut zu schlagen. Und Gonzales ist schon hier mit. Der hält natürlich auch ein bisschen mehr aus. Der ist schließlich der Chef der Stadt. Und er wird in einer dreckigen Gasse dieser Stadt sterben. So, nicht mit mir, mein Freund. Oh. Das ist auch ziemlich nervig.
Ich konnte jetzt nicht auf den Händler wechseln. Ich hätte ihn natürlich angegriffen, aber ich konnte nicht auf ihn wechseln vom Fokus her. Sodass ich ihn zwangsweise in den Angriff reinrennen musste. So, fix was trinken. Und jetzt läuft's aber. Oh, komm schon. Schnell den Händler mit seiner blöden vergifteten Klinge. Es hat gesessen. So, Ismael, der Schmied. Das war's für Morasu. Geil. Den hole ich mir. Okay, hat sich schon erledigt. Cool. So, ich habe gerade gesehen, Fäsul war hier mit dabei. Den möchte ich mir mal merken. Und ich möchte später einfach mal schauen, wo die hinrennen. Das würde mich mal sehr interessieren. So, cool, wir haben Morasul geschafft. Wahnsinn. Das ist stark. Schaut mal, was hier schon wieder an Pfeilen drin steckt in der Wand. So, Anktos war total nutzlos. Also ich hätte echt gedacht, dass der eigentlich mit mir mitkämpfen muss. Hau ab, Fäsul. So, ja, Anga brauchen wir jetzt nicht mehr mitnehmen. Meinen Rat annehmen. Das haben wir ja geschafft. Wahnsinn, man verbringt Ewigkeiten damit, die Quests zu erfüllen und den Ruf aufzubauen. Und dann wird's alles vollkommen bedeutungslos, das weil man alles befreit. Das ist echt interessant. Also, klar, ja, es ist irgendwie nicht. Komisch, ne? Aber der Friede kehrt ein in Morasul. Am besten du erledigst das selbst. So, dann müssen wir gleich Kaio nochmal mit rüberbringen zu den anderen. Denn das Quest ist ja theoretisch immer noch offen. Wir haben ihn ja noch nicht vorbeigebracht. Wir haben ihn ja noch nicht abgegeben. So, der Assassinen können wir doch noch. Sehr gut, ich dachte schon. Gut, wir müssen ja nicht jeden einsammeln. Ist das dein Ernst? Abernten hier. Aber so ein bisschen. Der letzte Scheiß. So. Und auch ein bisschen beschleunigen. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Ich weiß gar nicht, ob Kaio jetzt schon vorgegangen ist oder was er gemacht hat. Das hätte er doch besser wissen müssen. Masil, du kleiner Hund mit deiner dreckigen, vergifteten Klinge. Klar, warum nicht? Und sie sind alle tot. Der letzte Scheiß. Als wenn das so einfach wäre. So, vor allem auch González, drüben in der Ecke, liegt er vollkommen ehrlos herum. Du solltest meinen Rat annehmen. Über die Bank geschmiert. Möglich ist alles. Hat auch nichts bei sich, ein bisschen Sumpfkraut. Finde ich gut, das Zeug gibt's am wirklich besten überall. Du erledigst das selbst. Okay, Bandaro, der Kopfgeldjäger. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Haben wir das erledigt? Die Frage ist, ist Kaio jetzt rübergerannt zu den anderen Nomaden oder sind die jetzt schon weg? Wo war denn das? Ich bin gerade ein bisschen orientierungslos, muss ich zugeben. Doch, das muss ja hier gewesen sein, ne? Hier draußen? Genau. Hier vorne an der Ecke. Ne, die stehen immer noch, tatsächlich. Und du? Wir sehen uns später. Ja, mit dem ist alles in Ordnung. Ihr wollt hier bleiben? Ich weiß jetzt nicht, wo Kaio. Ich gehe noch mal kurz auf die Suche nach Kaio. So. Der ist ja leider gerade wieder verschütt gegangen. Ich habe jetzt mehr gecheatet, als ich wollte eigentlich, aber... Naja. Ich konnte ja jetzt nichts dafür. Also das ist ja ein bisschen dumm geregelt, dass er da durch den Fels rennt. So können wir zumindest das Quest jetzt noch abschließen und dann ist Morasul auch erledigt. Dann können wir noch kurz den Palast plündern und dann... Geht's weiter nach Bakaresh. Die letzte Bastion der Assassinen. Heimstatt des alten Bundes. Den wirklich ehrhaften Assassinen, die für Belia kämpfen. Aber auch sie müssen sterben. So. Hab's geschafft. Morasul ist gefallen. Unsere Brüder sind frei. Eine neue Zeit bricht für uns an. Und das verdanken wir dir, Krieger. Adanos möge dich beschützen. Tut er, tut er. So, okay, wir haben noch ein bisschen Erfahrung gekriegt.
tötet den Assassinen oder wo auch immer hier. Achso, ihr rennt einfach so nur in die Stadt, weil ihr ja jetzt standardmäßig in die Stadt gerannt werdet, natürlich. Macht mal. Genau, macht mal. Ist schon okay. Du hast dich irgendwie hier... Na gut, was soll's. Mittlerweile wundert es mich nicht mehr, wenn sie sich irgendwo festbacken oder so. Die rennt jetzt auch bloß in den Palast, ne? Das dachte ich mir schon. Genau. Rennen hier hin und jetzt lassen sie sich wahrscheinlich hier nieder. So, aber was Neues gibt's nicht zu besprechen. Das ist eigentlich schade. Und ich finde auch blöd, dass die in diesem Angriffsmodus bleiben. Na gut, was soll's. Schwere Truhe, finde ich gut. Was haben wir da? Rubinklinge. Ja, die ist nicht so besonders. Mit der können wir nicht viel reißen. Stabile Metalltruhe. Ja, gut. So, aber wir haben ja auch teilweise hinter den Säulen noch welche versteckt. Da müssen wir mal ein bisschen mit schauen. Hier zum Beispiel eine alte Truhe. So, haben wir aber auch nichts Besonderes eigentlich drin. Können wir das Flammenschwert mitrufen mit dem einen Skill. So, Alchemie. Ich glaube, die Pulse, die, da habe ich schon versucht zu lesen und es gab nichts dran zu lesen. Unmöglich. Hier noch ein unmögliches Schloss. Es gibt noch ein anderes, das hier versteckt ist in der Stadt. Das, da weiß ich, wo es ist, aber wir können die ja eh nicht öffnen und wollen auch nicht unbedingt. So, ich wollte noch mal ganz kurz zu der Schmiede. Jetzt weiß ich bloß nicht, wie ich am schnellsten dahin komme. Doch, ich glaube hier lang. Sieht schön aus, wie um den Nomaden herum die ganzen Leichen liegen. So, und hier ist auch nichts mehr los jetzt. Alles tot. Auch hier ein Nomade? Mensch, wir sind ja mehr als ich dachte. Aber alle in diesem blöden Angriffsmodus weiterhin, ne? So, ich wollte noch mal kurz hier zu der Schmiede von Ismael, um mir meine Klinge zu schärfen. Die Notmarklinge, die ich mir gerade geschaffen habe. Und der ich schon mal eigentlich eine hergestellt hatte, die ich aber blöderweise verkauft habe. Glaube ich zumindest. So, dann können wir nämlich hier auch das Krummschwert rausnehmen. 95. Und dafür das Notbarschwert 110. Ach, weil ich selbst geschmiedet plus 10 noch ist. Wow. Cool, da haben wir jetzt 210er Waffen. Das ist stark. Sieht auch ganz interessant aus, wie das klingt. Okay. Speichern. Speichern, super Erfolg. Haben wir geschafft. Und nun, meine Freunde, geht es nach Bakaresh. Da sind wir. Nicht irgendwo in Bakaresh, sondern im Tempel. Das wird interessant. So, ich esse noch mal kurz was. Und dann speichere ich nochmal. So, wir können nämlich sofort auf Sigmar losrennen. Attacke! Nimm die Waffe weg. Du hast dich richtig entschieden. Was ist denn hier los? Das ist gut, da können wir nämlich noch zu dem Sklaven gehen. Ich weiß, wo der ist. Nicht hier bei Tismor oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht, wie der heißt. Sondern der ist hier drüben in der Kasbah. Ich weiß gar nicht, ob die hier Kasbah heißt. Ich glaube nicht. So. Hier haben wir den Kämpfer, da ist er. Der faule Sklave ist der, den wir ansprechen. Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Junge? Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Ich wollte dich vorbereiten für... Ach, was soll's. Ist mir egal. Gut, dann machen wir es folgendermaßen. Ich glaube, ich gehe direkt zum Schrein Belias rüber und kümmere mich direkt um den dort. Ich könnte mir vorstellen, dass der auch der Stärkste hier ist. Und es kann auch sein, dass der sofort zu uns sagt, hier, wir gehen kein Risiko mehr ein und so. Die wollen auch nichts von mir. Der Belia-Schrein. Der einzig wahre. Ich weiß bloß nicht, wo der Kerl ist. Was ist denn? Hier schlafen nur die Tänzerinnen? Nein. Würde ich auch nicht wollen. Okay, aber wo ist der Typ, ist die Frage. Unmöglich. Nicht da, wie es scheint.
nun denn? Dann hat sich das auch geklärt. Keine Ahnung, ich weiß auch gerade nicht mehr, wie der heißt. Aber vielleicht hat er sich auch einfach zum Schlafen niedergelegt. Das kann auch sein. So, dann gehen wir zu Sigmo und nehmen den als erste Anlaufstelle. Das wird interessant mit den ganzen Assassinen-Drachen hier drumherum. Okay, los geht's. Gespeichert haben wir ja schon vorher, es ist ja seitdem nichts Besonderes passiert. Wobei, ich spreche nochmal kurz mit ihm. Okay, er könnte uns unterrichten, aber das wollen wir ja nicht. Los geht's. So. Okay, Sigmor haben wir schon mal, den müssen wir bloß nach oben bringen. So, wir müssen uns bloß erstmal hier ein bisschen Platz erarbeiten, damit wir auch dazu kommen, den Finisher zu machen. Das geht nämlich gar nicht so einfach. So, schnell! Verdammt! Okay, jetzt geht's los. Ach, was soll's. Sollen sie ruhig wieder aufstehen? So. So, den nehmen wir gleich aus dem Verkehr hier, die wieder aufstehen. Gleich als allererste. Weil die einfach noch kein Leben haben. Bevor die sich dann wieder regenerieren und irgendwas fressen hier, dann nehme ich die doch gleich weg. So. Ist natürlich schade mit dem Sklaven. Aber ich habe das auch noch nicht gemacht, oder? Kann auch sein, dass ich das irgendwann schon mal gemacht habe. Vielleicht deshalb. Aber dann hätte ja eigentlich die Option existieren müssen, lass uns die Stadt befreien oder so. Also irgendwas spinnt da schon wieder mit den Quests. Ich weiß es nicht. Muss es halt so gehen. Wir gehen nochmal kurz hier gucken. Vielleicht kommt er ja jetzt angerannt. Aber es sieht nicht danach aus. Die Elite-Krieger, die da vorgestanden haben, die haben wir jetzt auch schon hops genommen. So, und da kommen sie auch schon hier, die anderen. Mist. Oh, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Oh, 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 oh. Oh, scheiße. Oh, Mist. Oh, 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 oh. Du hast es gezeigt. Wirklich? Das war's für dich. Ich bin gerade nicht mehr hochgekommen. Gut, dann machen wir es so. Ich kümmere mich jetzt nochmal um die, die hier draußen stehen, und dann setzen wir wieder ein, wenn der Typ vorbeikommt, der Schwarzmagier. Ne? Wird vielleicht das Beste sein. Dann müssen wir jetzt nicht nochmal den Kampf mit den paar Leuten hier draußen gerade machen. Dann geht's ein bisschen schneller, dann ist er auch nicht so spannend für euch, wenn ich hier die ganze Zeit Leute klatsche. Ich meine, was soll's. Okay, also bis gleich.